mirë se erdhët edhe në këtë emision. Sot kemi një mysafir të veçantë dhe special, Zotin Cedric Vermuth, antar i kryesisë së CVP-s, së partisë SPS, SP Schweiz, kandidatin për kryetar të SPS, deputet në parlamentin zviceran. Herzlich willkommen, Herr Vermuth. Guten Abend, danke für die Einladung. Danke Ihnen, dass Sie Zeit gefunden haben, uns in Sendung zu sein. Und wie zufrieden sind Sie mit der Entscheidung der Bundesrat, weil die Jahr 2020 oder 2020 wird im Geschichte gehen als Corona-Jahr? Ja, das ist leider so. Das hätten wir uns alle nicht gewünscht. Und ich glaube, es gibt verschiedene Ebenen, die wir anschauen müssen. Also wir waren sicher ungenügend vorbereitet. Und das müssen wir anschauen, warum. Gesundheitspolitischen Bereich, Medikamente, Masken, Material. Dann finde ich, hat der Bundesrat in einem ersten Moment sehr gut reagiert, ruhig, mit Maßnahmen, die langsam gesteigert wurden und nicht sofort ein Lockdown oder so wie in Frankreich, das war absolut richtig. Dann hat er am Anfang ein paar gute Entscheide gefällt in der Wirtschaftshilfe und dann wurde es schwächer. Dann hat er Fehler gemacht, dann hat er vergessen, hat er es nicht geschafft, Kita-Finanzierungen, Lösungen für Gewerbemieten zu finden, selbstständige Leute, die zu lange warten gelassen wurden. Und da hat das Parlament jetzt auch viel Arbeit, das wieder zu korrigieren. Aber ich würde sagen, eine Note 5 bis 5,5 kann man dem Bundesrat geben. Aber die Gastronomie ist nicht zufrieden. Ja, natürlich. Also in der Gastronomie haben wir ein enormes Problem. Grundsätzlich ist klar, wenn es verboten ist, in die Restaurants zu gehen, aber das war notwendig. Wir wissen aus allen internationalen Vergleichen, dass die Gastronomie einer der Orte ist, wo am meisten Übertragungen stattfinden, weil die Leute lange sitzen, weil viel gesprochen wird. Und mir ist völlig klar, dass es für diese Branche eine ganz schwierige Zeit ist. Aber viel schlimmer wäre eine zweite Welle, wenn das Virus zurückkommt. Und mir ist es lieber, wir schaffen jetzt langsam wieder den Ausstieg, als dass wir das riskieren. Und da ist vorbereitet die Schweiz für die zweite Welle, wenn kommt, im schlimmsten Fall? Ich glaube, gesundheitspolitisch ja, sind wir jetzt vorbereitet. Die Pläne stehen. Der Bundesrat weiß, wie wir die Kapazitäten organisieren müssen. Wir haben noch einige Fragen, die offen sind. Beispielsweise, wenn Sie sagen Gastronomie, haben wir noch keine Lösung gefunden für die Mieten. Wir haben ganz viele, gerade Gastrobetriebe, die, wenn sie noch einmal schließen müssen oder wenn es jetzt noch länger geht, die Miete nicht mehr bezahlen können. Das Parlament hat es nicht geschafft, eine Lösung zu finden. Und das ist ein großproblematisches Problem. Und wenn eine zweite Welle kommt, dann wissen wir nicht, was bedeutet das langfristig. Maschinenindustrie, Pharmaindustrie, Export, kommt eine globale Wirtschaftskrise? Und das sind Fragen, die auch sehr schwierig zu beantworten sind, weil wir auch nicht wissen, was kommt, wenn es eine zweite Welle gibt, wie lange geht das, was geschieht in den anderen Ländern, da haben wir schon noch viele Sorgen. Aber steht die Gefahr, dass die Arbeitsplätze in der Schweiz werden gestrichen, in verschiedenen Branchen? Es wäre eine Lüge, wenn wir sagen würden, es besteht überhaupt keine Gefahr. Die Angst ist da. Wir haben jetzt einen Drittel aller Beschäftigten, die in Kurzarbeit sind. Das ist ein sehr gutes Instrument, wenn es nicht allzu lange geht. Aber wenn wir Branchen haben, in denen es global keine Nachfrage gibt, nehmen Sie den Tourismus, ja. Wenn wir beispielsweise zwar die Grenzen wieder öffnen, aber die Menschen Angst haben zu reisen, dann werden wir langfristig Probleme haben in diesen Bereichen. Und wenn es Probleme gibt und die Kurzarbeit steht, die meiste der Bevölkerung also sind in kleinen Betrieben angestellt, die hatten auch nicht die Möglichkeit, die Krankenkassen, die Prämien in Krankenkassen zu bezahlen. Und die steigen Jahr für Jahr in der Schweiz explodieren. Ja. Und wie finden Sie die Initiative der CVP, Krankenkasse Bremsen zu explodieren? Also ich bin kein Freund der CVP-Initiative, der Kostenbremse. Ich glaube, man muss ein bisschen schauen, woran liegt denn das Wachstum der Kosten in der Schweiz im Gesundheitsbereich. Und es ist nicht so, oftmals sagt man, wir haben eine Kostenexplosion. Und wenn wir schauen mit anderen Ländern, dann ist in der Schweiz nicht wahnsinnig viel mehr Kosten im Gesundheitswesen entstanden. Was aber anders ist, ist, dass in den anderen Ländern der Staat über Steuern viel mehr finanziert vom Gesundheitswesen. Und wir haben ein sehr unsolidarisches Finanzierungssystem mit der Kopfprämie. Also wir bezahlen alle gleich viel für die Krankenkasse, egal wie viel wir verdienen. Es wird immer so sein, dass in einer Gesellschaft mit neuen Medikamenten, mit neuer Technologie,
Menschen, die älter werden, das Gesundheitswesen tendenziell teurer wird. Das wird nicht anders gehen. Und die Hauptaufgabe ist zu fragen, zu schauen, wer bezahlt das? Und ich denke, wir müssen vor allem schauen, und da haben Sie völlig recht, dass die Krankenkassenprämien nicht weiter steigen. Das ist heute für ganz viele Familien ein dramatisches Problem. Wir brauchen mehr Subvention in einem ersten Schritt, das schlagen wir vor. Maximal 10% Krankenkassen. Und dann müssen wir schon Reformen machen. Wir müssen beispielsweise vom System wegkommen von 70 Pseudokrankenkassen in einem Wettbewerb. Ich finde immer noch, wir müssen darüber nachdenken, wollen wir nicht eine öffentliche Krankenkasse. Gut. Und wenn wir reden über die Schweiz, jetzt bald gibt es eine Initiative oder ein Referendum über die Sicherheit. Ja. Und ich denke, dass der Luftraum in der Schweiz in 2030 wird nicht so sicher sein. Das bestätigt auch Frau Amherd. Und was denken Sie, werde diese Initiative eine gute Idee oder werden Sie unterstützen? Nein, ich werde selbstverständlich gegen diese Vorlage kämpfen. Wobei, man muss das schon differenziert anschauen. Also die Schweiz braucht eine Luftpolizei, da bin ich einverstanden. Wir müssen diesen Luftraum schützen, schon nur wenn es internationale Konferenzen gibt, Terrorangriffe etc., das ist völlig klar. Aber dann ist die Frage, unter welchen Bedingungen und zu welchem Preis und welche Flugzeuge braucht man? Und jetzt haben wir ein Luxusprojekt, das uns Dutzende von Milliarden kosten wird in der langen Frist. Und wir sehen gerade in der Corona-Krise, das Virus können Sie nicht mit Kampfjets abschießen, sondern wir brauchen Investitionen in eine gute Pflege, in anständig bezahlte Löhne, im Kinderbetreuung, im Bildungswesen. Aber die Gefahr steht immer vor einem Terroranschlag aus der Luft. Und ob ist die Schweiz so gerüstet, dass die könnte irgendwie in kurzer Zeit, in Minutenzeit stoppen? Nein, wir haben Flugzeuge, die können auch länger fliegen, als wir bisher gedacht haben. Wir müssen die aber irgendeinmal erneuern, das ist klar. Aber dann ist die Frage, braucht man, wenn man etwas ersetzen muss, wenn Sie ein neues Auto haben müssen, darf es dann nur der Maserati sein? Oder können Sie auch mit einem normalen Auto die Aufgaben erledigen? Und was wir jetzt haben, ist der Maserati. Es sind viel zu hohe Kosten für dieses Flugzeug. Wir könnten es mit weniger und mit billigeren Kosten machen. Und für mich hat das Priorität. Die Gefahr der Zukunft sind Terroranschläge. Wir müssen in die Prävention investieren. Das sind Pandemien. Wir müssen ins Gesundheitswesen investieren. Wir müssen schauen, dass die Beziehungen in Europa stabil bleiben, dass es keine neuen Gefahren gibt. Wir kommen sicher später darauf, dass der Balkan nicht weiter destabilisiert wird und andere Regionen. Das ist viel wichtiger für die kollektive Sicherheit in Europa als diese Kampfjets. Definitiv. Die Beziehungen zwischen Kosovo und Schweiz sind eigentlich sehr gut. Ja, zum Glück. Zum Glück. Ja, weil wir Kosovo hat nicht so viele Freunde in letzter Zeit gemacht, in Europa und weiter. Was verbindet Ihnen mit Kosovo? Ich bin in der Volksschule gewesen, in den ersten Jahren der Volksschule, als die ersten jungen Menschen aus dem ehemaligen Jugoslawien, aus dem balkanischen Raum in die Schweiz gekommen sind. Sowohl aus serbischen Familien als auch aus kosovarischen Familien. Das sind junge Menschen, die in die Schweiz gekommen sind, die kein Wort Deutsch gesprochen haben, die wir über Fußball kennengelernt haben und die dann meine Freunde wurden. Ich bin mit ihnen aufgewachsen und habe so gelernt zu verstehen, ein bisschen zumindest, was ihre Geschichte ist, was ihre Identität ist. Und das war für mich, glaube ich, prägend. Für mich war der Kosovo etwas, das ich, seit ich 6, 7 Jahre alt bin, ist das Teil von meinem Leben. Und seither auch Teil der Schweiz. Und darum ist mir das auch ein Herzensanliegen, die Beziehungen mit dem Kosovo, was im Kosovo passiert. Der Kosovo, die Geschichte des Kosovo, sage ich immer, ist heute ein Teil der Geschichte der Schweiz. Auch wenn das die Schweiz nicht immer akzeptiert. Aber das gehört zu unserer Geschichte. Und für mich sind das meine Freunde, sind die Schicksale der Familien meiner Freunde. Und darum ist mir das ganz persönlich sehr wichtig. Und was verbindet Sie mit Vedran Dosje? Weil Sie hatten letzte kurze Zeit 2 Briefe geschrieben, unterschrieben, im Richtung Kosovo, eine Richtung Parlament und andere Richtung Verfassungsgericht, wenn ich korrekt sagen kann. Also wir will vielleicht 2 Sachen unterscheiden. Es gibt das eine, da haben wir Beziehungen mit Vedran Dosje, sind viele Menschen,
in der SP Mitglied von Wettwendose und umgekehrt. Wettwendose ist auch Teil von internationalen Konferenzen, an denen wir teilnehmen. Wir haben gute Beziehungen. Ich kenne Albin Kurti persönlich. Er war mehrfach auch hier in der Schweiz. Wir hatten immer gute Gespräche. Wir sind uns nicht in allen Fragen einig, das ist so. Aber wir sind uns einig gewesen, dass der Kosovo einen demokratischen Aufbruch braucht. Und darum habe ich das auch immer unterstützt. Und dann gibt es die Briefe, die wir gemacht haben. Und da muss man differenzieren, weil ich möchte nicht für meine Kolleginnen und Kollegen sprechen. Wir haben zuerst einen Brief geschrieben mit Parlamentarierinnen der FDP, Freisinnige Partei, Grünliberale, Evangelische Partei, vor der Abstimmung über das Misstrauensvotum, wo wir gesagt haben, wir haben Angst, dass in dieser Situation der Pandemie im Kosovo ein gefährliches Spiel gespielt wird. Wir empfehlen, das nicht zu machen, zusammen mit anderen Ländern. Und wir haben einen zweiten Brief dann geschrieben zur Beruhigung der Situation mit europäischen Parlamentarierinnen, vor allem aus verschiedenen Parteien, aus ganz vielen Ländern, als dieser Entscheid dann gefallen ist vom Verfassungsgericht, wo wir gesagt haben, wir hoffen darauf, dass das Verfassungsgericht seine Aufgabe wahrnimmt und wir warnen davor, jetzt einen Regierungswechsel zu machen, ohne dass in absehbarer Zeit Neuwahlen stattfinden, weil eine neue Regierung aus den alten Parteien ohne Kurti und ohne Osmani hat keine Bevölkerungsmehrheit. Und das ist gefährlich. Wir sehen jetzt, wie die Proteste zunehmen in Pristina und diese Situation darf nicht eskalieren. Korrekt, die Mehrheit der Bevölkerung steht unter Kurti und Osmani. Aber die Verfassungsgericht hat auch die Regeln, wo sollte erhalten. Ja. Und im Prinzip, das wäre undemokratisch, wenn nicht die Verfassungsgericht kann statt die Land nicht in der Neuwahlen bestimmen. Sonst müsste eine Entscheidung treffen und die Entscheidung wurde am 29. verschieben. Ja. Am 29. automatisch die beiden Parteien, beide Gruppierungen hatten ihre Kommentare gegeben zum Verfassungsgericht. Und Verfassungsgericht, meiner Meinung nach, da müsste wirklich die Lage noch einmal überprüfen. Richtig. Und demokratische Entscheidungen treffen. Ja, das sehe ich auch so. So. Und das Problem ist, wenn das Verfassungsgericht gibt die Möglichkeit, heute als Premierminister, wie werden die internationale Gemeinschaft oder wie werden Sie persönlich diese Entscheidung sehen? Also für mich ist völlig klar, dass ich bin nicht Bürger des Kosovo. Das müssen die Kosovarinnen und Kosovaren entscheiden. Aber es gilt die Entscheidung des Verfassungsgerichtes zu akzeptieren. Das heißt nicht, dass man damit einverstanden sein muss. Ich akzeptiere auch die Entscheide des Bundesgerichtes in der Schweiz, finde sie manchmal aber falsch. Ich bin nicht Jurist. Ich finde meines Erachtens, es gibt klare Entscheide in der Vergangenheit des kosovarischen Verfassungsgerichtes, so wie ich sie lese, die eigentlich jetzt auch sagen müssten, Neuwahlen. Aber wir warten diesen Entscheid ab. Ich habe Vertrauen, ich hoffe auf das Gericht, dass es einen Entscheid fällt, der begründbar ist, der nachvollziehbar ist, der sich auf die Grundsätze Rechtsstaat und Verfassung abstützt. Was ich nicht glaube, egal was das Gericht entscheidet, dass es jetzt gut wäre, eine ganze Legislaturperiode zu machen mit einer Regierung, die definitiv keine Bevölkerungsmehrheit hinter sich hat. Und zwar nicht nur auf der Seite von Wettwendose. Es geht nicht nur um Albin Kurti, es geht auch um Osmani, die Vorkämpferin war. Für mich eine große Hoffnung für ein demokratisches Kosovo, die nicht mehr in dieser Regierung wäre. Und diese zwei Leute wurden gewählt von der Bevölkerungsmehrheit, ganz deutlich, und nicht die alten Parteien. Das heißt, selbst wenn es jetzt eine neue Regierung gibt mit Hoti, wie Sie gesagt haben, dann finde ich, muss diese Regierung, sobald es die Situation zulässt, ist klar, wir haben jetzt zuerst die Pandemie, Neuwahlen machen und dann müssen die Menschen entscheiden, welche Regierung wollen sie. Aber wenn, sagen wir, Wettwendose gewinnt die Mehrheit und wird wieder erste Partei, mit welcher Partei könnte eine Koalition, weil im Kosovo ist ein Problem. Eine sehr gute Frage. Ein Problem. Absolut. Vjosa Osmani gehört zur LDK. Ja. Und wahrscheinlich, sie wird auch bei LDK bleiben, hochwahrscheinlich, nehmen wir an. Und mit LDK, Wettwendose hat keine Zukunft, eine weitere noch einmal zu probieren. Das war welche Alternative hat die Wettwendose? Also das war der Grund,
wieso wir so besorgt waren bei diesem Misstrauensvotum. Weil wir gesagt haben, wir haben Angst, dass das eine Spirale gibt, die über Jahre hinweg nicht lösbar ist für den Kosovo. Trotzdem, ich glaube, wenn jetzt der Entscheid fällt vom Verfassungsgericht und die Regierung entweder bleibt oder eine neue Regierung kommt, dann müssen die Akteure das Feld neu orientieren. Und für mich ist das eine offene Frage. Ich entscheide nicht für Vjosa Osmani, wo sie sein will, ob sie eine neue Partei macht, ob sie bleibt. Und ich hoffe darauf, dass diese junge Generation irgendeinmal wirklich die politische Landschaft übernimmt. Und ich bin sicher, nach einer neuen Wahl, also wenn wir einen Wahlkampf haben im Kosovo, der wird sehr hart, das ist klar, nach dieser Situation. Aber dann wird man um neue Regierungsmehrheiten kämpfen müssen. Es war jetzt auch jetzt nicht einfach. Sie haben das gesehen, das ging Monate, bis man sich geeinigt hat. Wenn Demokratie einfach wäre, dann wäre vieles gelöst. Ich verliere die Hoffnung. Die Angst im Kosovo ist nicht über die neuen Wahlen, sondern die Angst im Kosovo ist mehr die Beziehungen zwischen neuer Regierung von Kurti oder Osmani mit den USA, mit Amerika. Weil die Albaner sind alle dankbar, dass Amerika hat gegeben hat 1999. Wir sind alle dankbar, dass Amerika und das Weiße Haus im Gründung der Albanien mitgeholfen und so weiter. Ja. Und die Kosovo hat eine enge Beziehung zu Amerika im Verhältnis zur EU, wo EU ist nicht in der Lage, niemals ganz EU zu anerkennen Kosovo und kann niemals die Liberalisierung der Visa. Das ist für mich ist inakzeptabel. 2 Millionen Einwohner eines Landes, wo wirklich Demokratie und demokratisch gewählt und die Bevölkerung ist sehr pro-europäisch, wird isoliert. Ja. Und jetzt die Albaner in Kosovo oder die politische Elite im Kosovo ist zwischen Europa, EU und USA. Und die hat einen Entscheidung für die USA. Das ist eine ganz gefährliche Situation. Wobei ich sehr aufpassen würde, ich glaube nicht, dass es jetzt eine Seite gibt im Kosovo, die proamerikanisch ist und eine andere nicht. Ich kenne niemanden aus dem Kosovo, der nicht proamerikanisch ist, wegen der Geschichte, ist klar. Aber was wir jetzt haben, ist, dass mit Grenell, jemanden, den ich für brandgefährlich halte, also der Mann versteht noch weniger vom Kosovo als ich oder irgendjemand anderes, nein, im Ernst, und der eigentlich nur eine Wahlkampfhilfe für Donald Trump versucht zu organisieren. Und Donald Trump, und das ist wichtig, dass die Kosovarinnen und Kosovaren das wissen, ist es völlig egal, was mit dem Kosovo passiert. Er will sehr schnell eine Verhandlungslösung mit Serbien, Vucic und Tadji. Er würde auch eine Amnestie akzeptieren, er würde einen Landtausch akzeptieren, der Spannungen kreieren würde für die ganze Region, die mir wirklich Angst machen würden. Und dann glaube ich nicht, dass dem Kosovo gedient ist. Und Amerika hat jetzt versucht, in einer Art und Weise auf die Politik Einfluss zu nehmen, die zeigt, dass die jetzige Administration in den USA den Kosovo nicht als selbstständige Republik akzeptiert. Und das, finde ich, muss sich ändern. Wir haben viel Kontakte mit Amerikanern, mit Leuten wie ehemaligen Mitgliedern des Parlaments, die Guardio beispielsweise, der sich immer eingesetzt hat für die Unabhängigkeit, Kontakte zu Leuten rund um Elliot Engel beispielsweise, die eine andere Position vertreten, die, wenn Biden gewählt werden sollte, auch eine ausgewogenere Sache. Wir haben in Amerika zwei Hauptfiguren, jetzt Donald Trump und John Biden. Ja. Joe Biden ist ein enger Freund von Hashim Thaç. Ja. Und wir Albaner wirklich vertrauen nicht so mehr im Hashim Thaç. Ja, das verstehe ich. Das verstehe und ich, wir haben Angst, weil die vielleicht gibt eine keine Abkommen zwischen Thaç und Vucic. Ich glaube nicht, es gibt ein Abkommen, wo die Amerikaner wissen oder so weiter. Aber das Problem ist anderes. Wenn Joe Biden kommt, ist ein Freund von Thaç. Ich glaube, was wäre passieren? Ja. Wie wäre die Problematik gelöst? Verstehe, wir wollen nicht mehr Thaç. Ja. Ich persönlich habe nichts gegen Thaç, aber als Bürger Kosovo, ich hätte gerne einen anderen Präsidenten. Also ich glaube, so wie ich das empfinde, ich kriege seit diesen Briefen sehr, sehr viele E-Mails aus der albanischen Diaspora, auch aus dem Kosovo direkt. Und das ist auch der Eindruck, den ich habe. Es ist jetzt schwierig in der Pandemie, aber die Menschen möchten einen Wechsel an der Staatsspitze. Das scheint mir auch klar. Aber ich glaube, ich hatte Kontakt mit anderen Senatoren indirekt, mit Leuten aus den außenpolitischen Bereich, mit Leuten, die seit Jahren Kosovo-Politik machen, die Joe Biden beraten und die einfach auf demokratischer Seite, es gibt sie übrigens auch bei den Republikanern, sie getrauen sich jetzt einfach nichts zu sagen, viel besser verstehen, was im Balkan passiert und was im Kosovo passiert. Und selbst wenn das so ist, Joe Biden
hätte eine andere Position. Er würde viel stärker Rechtsstaat und Demokratie verteidigen und er würde auch mehr Druck vielleicht machen auf einen Hashim Thaçi, dass er auch versucht, den Willen der Bevölkerung zu akzeptieren. Einen Satz finde ich noch wichtig, den Sie vorher gesagt haben. Ich finde, das ist ganz wichtig, nicht so lange. Aber was man immer jetzt vergisst, ist, und Sie haben völlig recht, einen Grossanteil an der Krise hat die Europäische Union. Und ich finde, das ist eines der ganz grossen Dramen. Sie hat kapitale Fehler gemacht. Der Fehlen einer Visa-Liberalisierung ist ein Teil davon. Die Europäische Union hat nie ein ehrliches Angebot gemacht, übrigens auch nicht an Serbien. Und das ist ein Problem. Die europäische Politik war nie klar. Und ich habe meine Zweifel, ob das besser wird in der nächsten Zeit. Und das ist ein Fehler. Die Europäische Union hatte sich selber zuzuschreiben, dass sie heute im Kosovo nicht mehr als starke Verbündete gilt. Die Europäische Union hat auch ein Problem mit der Schweiz, mit bilateralen Verhandlungen. Da haben wir etwas gemeinsam. Bei der Schweiz macht Druck und uns schiebt ab. Ja. Und wie ehrlich EU mit uns? Mit der Schweiz, meinst du? Mit uns im Kosovo. Also, das ist mit die der Schweiz Frage. Ist ehrlich, weil die Schweiz hat die Möglichkeit, Mitglied zu werden und alles. Ja. Aber die will nicht. Wir wollen Mitglied der Europäischen Union. Ja. Wir seit Zeit vom Osmanischen Reich. Wir haben immer Augen nach Europa gehabt. Klar. Wir haben die größten Helden, die gegen Osmanen gekämpft und wir haben die Europa geschützt vom Osmanischen Reich, aber Europa uns will nicht. Aber wissen Sie, das ist ja das Ironische an der Situation, dass der Premierminister jetzt, der immer als großer Gegner von Europa, hatten Sie immer Angst vor Albin Kurti, jetzt ist er plötzlich der beste Freund des europäischen Weges vom Kosovo. Ich sage ja, ich glaube, die Europäische Union hat ein Glaubwürdigkeitsproblem im Kosovo. Und die Europäische Union hat das noch nicht verstanden. Sie hat damit dazu beigetragen, dass viele in der politischen Elite und in der Bevölkerung dem Angebot der Europäischen Union nicht mehr glauben. Und ich hoffe, dass die Europäische Union jetzt merkt in dieser Situation, dass das ein Fehler war, dass sie wirklich offen wieder auf den Kosovo zugeht und sagt, wir wollen eine Verbesserung der Beziehung, eine Liberalisierung der Visas und irgendeine Perspektive für eine politische Integration Richtung Europa. Wir sind nicht Mitglied der EU, das wissen Sie, darauf hinzuarbeiten. Ich habe gelesen, dass Cedric Wermuth, Abgeordneter der Europäischen Parlament, Sie sind Nationalrat und Kandidat für SP-Präsident. Ich versuche zum Beispiel zusammen mit Viola von Kramen, die Europaabgeordnete ist, versuche ich mit unseren europäischen Kolleginnen und Kollegen zu sprechen und genau darauf hinzuweisen und zu sagen, dass das geht nicht und ihr müsst eine andere Kosovo-Politik machen. Ich bin noch nicht sicher. Aber wir sicher sind mit Herrn Borrell. Ja. Ich hoffe, Sie sprechen... Weil Spanien kommt, das war ein Land, wo Kosovo nicht anerkennt, hat die Krieg 1999 geholfen, hat Truppen im Kosovo gesendet und so weiter. Aber jetzt, letzte Zeiten, die sind einfach sehr skeptisch und zurückhaltend. Das betrifft Kosovo. Das war auch der neue Sonderabgeordnete für diese Fragen, Lavica. Da war ja auch die Frage, die Befürchtung zu Recht. Wobei, ich würde ihm eine Chance geben. Ich finde ihn nicht schlecht. Man kann ihn nicht verantwortlich machen für die Entscheidungen seiner Regierung. Bei Borrell ähnlich. Borrell hat sich unglücklich geäußert, gerade jetzt zur Frage des Landabtausches. Ich glaube aber, es ist eher ein Missverständnis. Landabtausch im Balkan heißt Krieg. Ja, das befürchte ich auch. Und ich nicht versucht, nur im Kosovo, sondern auch in Mazedonien, Montenegro und so weiter. Ob sind die Amerikaner und die Europäische Union bereit für einen neuen Krieg? Das ist genau. Und wollen die einen neuen Krieg? Aber darum sage ich, das ist die große Gefahr, wenn man jetzt glaubt, den Zielen der Trump-Administration zu folgen, sei gut für die Beziehungen mit den USA oder gut für den Kosovo. Trump wäre bereit, den Landabtausch zu machen. Er will diesen Deal mit Aber Herr Grenell hat absolut dagegen gesetzt, dass gegen einen Landabtausch im Kosovo-Fernsehen war, also in meiner Sendung, hat gesagt, ich weiß es nicht von meinem geheimen Gespräch oder irgendwie ein geheimes Abkommen. Wir setzen auch im UNO für eine unabhängige Stadt Kosovo mit voller Souveränität und mit Verfassung des Landes. Wir sind einverstanden. Ja, der Mann ist einfach, also er hat bis jetzt noch überhaupt keine ehrliche Politik gemacht. Ich bin sehr froh, wenn das so ist. Ich habe andere Informationen, dass das zum Teil vorbereitet wurde. Ich sage, was er hat gesagt. Natürlich, aber was ich sehe, keine andere Logik,
für das, was jetzt passiert ist. Trump will einen schnellen außenpolitischen Erfolg. Wenn er davon abrückt jetzt, umso besser. Und ich glaube, wenn das die Erkenntnis ist, die alle teilen, dann ist es richtig. Das war immer die Gefahr, die ich glaube, Sie wissen das noch besser als ich. Ein Landabtausch wäre undenkbar. Das mit würde Millionen Flüchtlingen? Natürlich sofort die weg. Nein, darum ist die Idee so gefährlich. Die Idee, wir sehen jetzt, ich war gerade im Januar in Bosnien, noch kurz vor der Krise in Sarajevo, und wir sehen, was diese Ethnisierung der Politik langfristig auch für eine Blockade auslöst. Und im Kosovo haben wir ähnliche Situationen, Blockade. Im Norden beispielsweise, ist klar. Und wir dürfen auf diesem Weg nicht weitermachen, da bin ich völlig einverstanden. Und wie sehen Sie Kosovo im 2025? Nach dieser Krise, nach der Corona-Krise, nach der Wirtschaftskrise im Kosovo kommt, ja. Wird Kosovo hart betroffen. Ja, das ist mehr so. Als alle anderen europäischen Länder. Ja. Und ich hoffe, also der Kosovo ist jetzt, muss man ja sagen, eigentlich überraschend gut bis jetzt durch die Krise, ganz konkret durch die Gesundheitskrise durchgekommen. Nach der Krise kommt die Wirtschaftskrise, die schlimmste Krise. Natürlich, das ist die große Gefahr. Ich habe jetzt auch die Vorwürfe auch gesehen, die es gibt gegen die Regierung, wo man sagt, es wird noch zu wenig gemacht. Aber die große Gefahr für den Kosovo ist die europäische Krise, da haben Sie recht, wenn die europäische Wirtschaft zusammenbricht. Und ich glaube, das wird der Moment sein, wo die Frage ist, ist Europa in der Lage, die Frage stellt sich auch im Süden Europas, in Spanien, Italiens, überall in den Randregionen geografisch muss die Europäische Union ein Wirtschaftsprogramm mittragen, das diese Regionen stabilisiert, sonst wird es gefährlich. Ich hoffe nicht. Ich glaube, Europa, wenn es will, hat die Kraft, eine Wirtschaftsbeziehung anzubieten, auch allen Ländern Ex-Jugoslawiens und im Balkan, die tragfähig werde, aber dafür braucht es einen politischen Willen. Und ich werde auch, und ich verspreche das, werde mich auch dafür einsetzen, dass die Schweiz, in der so viele Menschen aus dem Kosovo eine erste Heimat haben, wohnhaft sind, dass wir den Kosovo in dieser Situation nicht alleine lassen dürfen. Ich versuche das auch immer meinen Freunden der SVP zu sagen. Ich sage, wenn ihr jetzt den Kosovo alleine lasst, was geschieht dann? Dann wandern die Menschen aus und das wollt ihr ja auch nicht. Und wir müssen schauen, dass es wieder eine Perspektive gibt vor Ort und das heißt Investitionen. Aber das wäre, hat Europa wäre nicht möglich, die Schweiz hat jetzt 400 Millionen ein Paket gemacht, ja. Für Entwicklungsländer. Wäre möglich, von diesem Paket etwas Kosovo zu profitieren? Also in der Entwicklungszusammenarbeit nicht, aber in der direkten, also schon auch, aber wichtiger wäre direkte bilaterale Zusammenarbeit. Ich wollte eigentlich vor der Pandemie, zusammen mit anderen Kollegen im Parlament einen Vorschlag machen im Parlament und zu sagen, wir müssen die Beziehungen zum Kosovo auf ein neues Niveau heben. Mehr Augenhöhe, weniger Beziehung oben und unten. Und das heißt, wir müssen schauen, dass es eine Kooperation gibt auf ganz vielen Ebenen. Forschung, Entwicklung mit den Universitäten, ETHs, Berufsbildung, Wirtschaftsinvestitionen. Und da ist noch viel mehr möglich, als wir es bis heute gemacht haben. Aber wie zufrieden sind Sie mit parlamentarischer Diplomatie, der Kosovo-Parlament? Die Schweizer Parlamentarier machen einfach immer auch Diplomatie. Ja. Die gehen im diplomatischen Wegen. Und die kosovarische Abgeordneten werden selten irgendwo in der Schweiz oder Deutschland oder im Bundestag oder irgendwie gesehen und über so. Ihre Problematik zu ja. diskutieren. Weil Kosovo hat nicht nur ein Problem mit jetzt momentan mit Corona, mit Regierung, wir haben auch Wirtschaftsprobleme. Und das große Problem für mich ist da, wir sind ein armes Land. Ja. Die Väter und Mutter mit 200 Euro investieren in Kinder, die werden Ärzte und dann gehen in Deutschland. Deutschland nimmt ja. gratis. Natürlich. Und wie wäre möglich, diese zu stoppen mit einer Hilfe oder mit Projekten aus der Schweiz? Also die Schweiz hat verschiedene Projekte unterstützt und die gehen in die richtige Richtung, zum Beispiel zur besseren Investition der Gelder, die aus der Diaspora zurückfließen, die immer noch die wichtigste Quelle sind. Aber es braucht im Kosovo eine Entwicklung und es wurde nach dem Krieg im Kosovo wurden auch kapitale Fehler gemacht, in der Art und Weise beispielsweise, wie man ehemalige Betriebe privatisiert hat, wie man es nicht geschafft hat, in diesem Land eine Wirtschaftsentwicklung zu realisieren. Wir wollten eigentlich genau deswegen, Doris Fiala und ich, wollten jetzt in den letzten 10 Tagen im Kosovo sein. Ehrlich zu sagen, nun ja, gesehen, dass Doris hat unterschrieben. Doris. Ja, Fiala. Ja, als liberale Kreis, also auf FDP, ich bin war überrascht. Ja, ich war auch überrascht, aber sie ist wirklich wütend. Sie ist eine sehr, ich kenne. Sie ist sehr
straight. Nein, es ist eine super Person. Aber ich habe vorher mit Felix Müri zusammengearbeitet, von der SVP, ja, in dieser Gruppe. Und wir wollten auch schon, wir hatten entschieden, wir wollen in den Kosovo gehen, wir möchten endlich parlamentarische Diplomatie eröffnen. Ja, das hat es vorher nicht, auch von der Schweiz aus, hat es nicht gegeben. Aber Kosovo hat nötig. Oh, ja, darum das wollten wir es. Kosovo, ja, natürlich, ich bin völlig einverstanden. Initiative sollte kommen aus Kosovo, ich warte nicht. Weil die Demokratie in der Schweiz ist stabil und... Was ich wünsche von eurer Seite, also vom Schweizer Parlament, irgendwo Workshops zu machen mit einem Parlamentarier aus Kosovo. Felix Müri und ich damals, wir hatten einen Deal vorgeschlagen, aber sie wollten nicht. Wir haben gesagt, ihr dürft keine Spieler mehr in die Nationalmannschaft nehmen, dafür machen wir Wirtschaftshilfe. Mal schauen, ob das noch. Nein, aber ich bin einfach. Also, nein, ganz ehrlich. Darum, das war genau der Vorschlag. Wir haben gesagt, wir müssen eine Beziehung zum Kosovo aufbauen auf kooperativer Höhe und nicht auf Entwicklungszusammenarbeit. Also natürlich braucht es auch, aber wir müssen die Beziehungen verstärken. Und wir wollten das im Parlament diskutieren, wirklich jetzt, wo wir dran waren. Wir wollten deshalb in den Kosovo reisen. Wir wollten auch die Beziehungen verbessern. Es gibt sehr viele junge Kosovaren, die in der Schweiz ja auch sehr erfolgreich sind, auch wirtschaftlich, die gute Beziehungen haben zur jungen Generation in den Parteien. Und das wollten wir befördern und wir müssen das nach der Pandemie sofort. Wir kehren noch einmal zur Schwesterpartei Vedendos. Ja. Wie sind die Beziehungen zwischen jungen Forum der Vedendos mit Jusos, also jungen Sozialisten in der Schweiz? Hatten Sie irgendwo einmal eingeladen im Generalversammlung oder irgendwie im Kongress der Parteien und so zu lernen, wie die Parolen in der Schweiz, weil wir haben keine Parolen, wo werden diskutiert, wird nur einfach dann ein Kongress gibt, werden Wahlen gemacht, der Präsident, Vizepräsident und 4 Jahre werden nur vor der Wahl oder nach der Wahl irgendwie zusammenhocken, also die Mitglieder der Parteien. Ist für mich das wäre eine Schulung für junge Leute aus Kosovo, einmal zu sehen, auch zu diskutieren über die Themen. Ja. Sagen wir, sind Sie jetzt gegen der Ja für Sicherheit oder? Und die diskutiert wir im Forum der Partei. Ja. Bei uns wird nur im Präsidium diskutiert und die Mehrheit der Bevölkerung muss stimmen, ja, der Präsident hat gesagt und wir sind auch mit. Also es ist eine große Ehre für mich, dass Sie noch das Gefühl haben, ich sei so jung und habe Beziehungen. Sie waren jung. Okay. Ja, Sie waren schau, ich dachte, Sie waren... Heutzutage sind Sie nicht mehr jung, jung SP. Genau. Aber das Problem ist anderes. Ob Sie laden mal an, diese jungen Sozialisten aus Kosovo, von eurer Erfahrung, Sie hatten eine Erfahrung als Partei, Sie sind eine stabile Partei in der Schweiz und hatten gute Beziehungen mit im internationalen Niveau. Ja. Und den Kontakt zu knüpfen zwischen jungen Mitglieder der Parteien, sagen wir mit 18 Studenten aus Pristina, kommen einmal im Kongress der SP, das wäre auch toll. Also wir machen das natürlich, wir entscheiden nie über die Delegation, sondern wir laden ein, wir haben, wenn es so das Schicksal will, haben wir im Oktober unseren Parteitag und dort haben wir auch eine Einladung ausgesprochen, wieder an Vedendossi werden wir Leute haben und wir haben hier, es gibt Sektionen in der Schweiz von Vedendossi, wo wir guten Kontakt haben, wo wir Austausch pflegen, auch auf der Bildungsebene beispielsweise machen wir das und ich finde das übrigens für alle Parteien wichtig. Also es ist auch für die bürgerlichen und liberalen Parteien wichtig, dass sie Teil werden der europäischen Parteienfamilie. Ja, das machen wir. Okay, das freut mich. Und langsam gehen wir zu Ende der Sendung. Ach schon, okay. Ja, wenn Sie wollen. Wir noch. Nein, Problem ist, ich habe noch eine richtige Frage. Ja. Was konkret kann die Schweiz mit der EU im Kosovo leisten? Ja. Was sind die? Wir haben Wirtschaftsprobleme, wir haben politische Probleme, wir haben Angst vor verschiedenen Strömungen, wir haben Angst auch vor den Russen. Klar. Weil Serbien ist nicht allein. Serbien rüstet jeden Tag mit Waffen. Und unsere Armee ist nicht bewaffnet. Klar. Und wir setzen nur unsere Sicherheit ist zum Glück NATO. Aber wir als Land wollen einen Tag Teil der NATO sein und selbstständig sein. Ja. Was wäre die Möglichkeit, Kosovo zu helfen in dem Bereich? Sehen Sie, das ist zum Beispiel ein Teil, wo ich mit der aktuellen Regierung auch nicht einverstanden bin. Ich glaube nicht, dass die NATO eine gute Zukunft ist, aber ich verstehe natürlich historisch, das ist völlig klar, woher das kommt. Und ich finde, man muss
die Sicherheitsbedenken des Kosovo sehr ernst nehmen in der Region. Aber das ist nicht die Stärke der Schweiz. Die Stärke der Schweiz, was sie anbieten kann und was sie zu wenig gemacht hat, das ist das, was Sie vorher erwähnt haben. Die Schweiz hat enorm viele Erfahrungen in der Frage, wie baut man einen demokratischen Staat auf? Wie kann man eine Rechtsstaatlichkeit garantieren? Wie garantiert man ein Zusammenspiel zwischen den verschiedenen Gewalten? Was wären vielleicht Formen der direkten Demokratie? Was ist im Berufsbildungswesen stark? Und das muss die Schweiz einbringen. Das tut sie auch, einfach im Moment in relativ kleinen Projekten. Und ich glaube, das ist die Stärke, die sie machen will. Zusammen mit der Europäischen Union muss sie sich für eine europäische Perspektive der Region einsetzen. Sonst, und das ist das Problem, der Kosovo ist heute und übrigens auch Serbien Spielball von geostrategischen Interessen, die weit über die Interessen des Kosovo hinausgehen. Und das muss aufhören. Das ist das Problem. Aber das ist unser Problem, auch geostrategisch zu sehen. Ja, natürlich. Weil wir haben Angst um die Russen und die Klar. Serben und wir haben einzige Partner, wirklich vertrauenser Partner, die amerikanischen Staaten. Also ja. Die hatten gezeigt, am 99, die hatten gesagt, vor 100 Jahren, wenn Albanien Unabhängigkeit erklärt hat. Und die Europäer ohne Amerikaner sind einfach machtlos. Aber ich glaube, das ist genau das, was ich Europa vorwerfe. Ich glaube, Europa muss den Lead übernehmen. Es ist richtig, zum Beispiel, dass der Kosovo und Serbien langfristig ein Kooperationsabkommen abschließen. Aber es gibt Bedingungen, die wir aushandeln müssen auf Augenhöhe. Und dort könnte die Europäische Union eine viel bessere Rolle spielen, als sie jetzt spielt. Das ist meine Enttäuschung über die Europäische Union. Aber wir haben Angst um die Europäische Union. Weil gezeigt, weil sie dass nicht die sind so gespaltet selber. Ja. Die Franzosen, die Italiener, die Rumänen, die Bulgaren, ich weiß es nicht noch, ja. Welche Länder sind, oder? Wo die, Beispiel Rumänien anerkennt Kosovo nicht, Griechenland auch nicht. Und Die sind nicht zusammen. Eigentlich, die hatten nicht eine Linie gezogen, alle Länder. Schon. Und für uns wäre es unakzeptabel, wenn das Land werden nicht vom EU anerkannt. Absolut. Ich glaube, das ist, und darum sage ich, das ist auch, wir sind nicht Mitglied der Europäischen Union. Schade. Darum kann ich das auch nicht ändern. Aber ich finde auch, und darum arbeite ich auch mit Viola und mit anderen Parlamentariern in Europa genau auf das. Ich habe ein paar E-Mails gelesen, nein, vom Viola gelesen. Ja. Sie hat immer einen Krieg mit Herrn Grenell. Ja, das ist so. Ja, genau. Er hat einen Krieg, oder? Natürlich. Und der Krieg, wer sollte eine Lösung finden? Aber darum, wieso, darum konnte einmal EU und Transatlantische Kommission zu gründen, wo die Schweiz wäre, für mich persönlich, ich lebe in der Schweiz, ich kenne die Schweizer Politik, wäre gut, wenn Schweiz und EU zusammenhocken mit Grenell und diskutieren über die Zukunft des Kosovo. Also ich muss Ihnen ehrlicherweise sagen, ich traue dieser Administration Trump nicht. Ich glaube, und jetzt wird sich auch nichts bewegen. Bis zu den amerikanischen Wahlen ist Stillstand und nach November muss das geschehen. Und dann ist die Verantwortung, ich weiß, ich wiederhole mich, aber dann ist die Verantwortung bei der Europäischen Union, dann muss sie aktiv auf die amerikanische Administration zugehen und sagen, wir brauchen eine Lösung für die Region, die wir alle tragen können. Wir dann sind nicht sicher, dass Trump verliert. Nein, ich hoffe es. Ich werde, ja, ich hoffe. Und wir haben genug. Ja, ich weiß. Wir wollen das auch sehen. Also die Europäische Union muss es auch machen, wenn Trump gewinnt für die Region. Das ist klar. Aber bis im November wird es keine Bewegung geben. Und ich glaube, auch dann wird, ich habe jetzt auch mit republikanischen Senatoren und ehemaligen Leuten Kontakt gehabt, die wissen ganz genau, man kann die Situation nicht eskalieren lassen. Man braucht eine neue Lösung. Das Wichtigste für mich ist, was wir Gefahr laufen, wir dürfen nicht wieder jahrelang über die Menschen im Kosovo sprechen, ohne mit den Menschen im Kosovo zu sprechen. Und darum braucht es Wahlen und dann müssen die Amerikaner und die Europäer die neu gewählte Regierung akzeptieren. Aber wie werden Sie sehen? Das ist der Entscheid der Kosovarinnen und Kosovar. Amnestie, wenn ein Abkommen kommt zwischen Kosovo und Serbien, ich bin absolut gegen Amnestie. Ja, ich auch. Wir haben jetzt den letzten Fall, wo ich hoffe, dass nicht wahr ist. In Batajnica, in Serbien, wird eine Kirche gebaut über Massengraben der Albaner. Das ist echt ein unehrlicher Zug, also Schachzug der Politik. Ja. Zweitens, die Kirche macht auch Sünden, wenn es einen Gott oder so, macht Sünden. Und drittens, die Beleidigung der Opfer. Natürlich. Gibt Knochen und Körper der Albaner. Und über die Knochen der Albaner wird eine Kirche gebaut. Ich bin nicht gegen orthodoxe Kirche.
Aber ich bin gegen eine Kirche zu bauen über den Knochen der Albaner. Ich glaube, darum, das ist, haben wir gesagt, für uns kommt ein Abkommen, also für uns, die Leute, die diesen Brief unterschrieben haben im Europäischen Parlament, haben wir gesagt, es gibt zwei Bedingungen, die für uns keine Option sind. Das ist ein Landabtausch und das ist eine Amnestie. Das geht nicht, das kann man nicht. Es braucht einen Prozess der Versöhnung, das sehe ich schon auch. Ja, definitiv. Aber für das braucht es Gerechtigkeit. Sie können nicht definitiv ohne Gerechtigkeit eine Versöhnung einläuten. Und das ist für mich absolut keine Variante. Übrigens auf beiden Seiten. Wenn Menschenrechtsvergehen begangen wurden, dann müssen diese aufgearbeitet werden. Und im Kosovo muss auch aufgearbeitet werden, was ist nach der Unabhängigkeit geschehen. Das ist wichtig gegenüber den Opfern. Ich finde, sie haben das Recht. Es geht am Schluss um das Recht dieser Menschen, die gestorben sind, dass sie Gerechtigkeit erhalten, und für ihre Angehörigen, dass sie wissen, was passiert ist. Eine Frage von meinen Zuschauern ist, gerne, waren Sie Politik für Menschen und nicht für Lobbys? Ja, das ist sehr gut, er hat meinen Wahlkampfslogan. Ja, genau. Das okay. Das ist, und wo ist also Politik für Lobbys? Was bedeutet Politik für Lobbys? Also wir haben in der Schweiz ein riesiges Problem, in anderen Orten auch, aber in der Schweiz in den letzten Jahren vermehrt, dass wir ganz finanzstarke Lobbys haben, die sich durchsetzen. Das haben Sie jetzt auch bei den Corona-Maßnahmen gesehen. Wir hatten die Banken, die Immobilien, die großen Maschinenindustrien, die unterstützt wurden vom Bundesrat, das war richtig, aber die Kitas wurden nicht unterstützt, die Gewerbemieter wurden nicht unterstützt, die Selbstständigen. Und das ist, weil diese keine starke Lobbys haben. Und die Lobbys blockieren Fortschritte in der Gesundheitspolitik, in der Steuergerechtigkeit, in der europäischen Frage. Und damit müssen wir aufhören. Wir brauchen in der Schweiz endlich, und das haben wir nicht, ein Transparenzgesetz, das klar sagt, welcher Politiker, welche Politikerin, welche Partei ist von wem finanziert. Und dann können die Menschen entscheiden. Die UBS darf Leute haben, von denen sie bezahlt. Das ist okay in einer Demokratie. Aber dann müssen sie das sagen. Dann müssen wir wissen, dieser Parlamentarier bekommt so und so viel Geld, weil ich nehme kein Geld und ich will das klar sagen können und ich will das beweisen können, dass es so ist. Andere Frage war, einzige Partei, die in Kosovo könnte Korruption, weil jetzt reden wir quasi über Korruption, sagt, einzige Partei, die könnte Korruption bekämpfen, wäre Vendosje. Ich glaube, es gibt einen Willen sehr breit, sehr viele Menschen im Kosovo, die Korruption zu bekämpfen. Aber ich befürchte auch, dass ein Teil des Grundes, warum es den Misstrauensantrag gab im Parlament und warum die Regierung gestürzt wurde, ist die Angst von gewissen Leuten, dass Vendosje ernsthaft die Korruption bekämpfen will. Und das ist einer der Teile, wo ich sagen muss, wo ich sehr beeindruckt war und wo auch die schweizerische Diplomatie sehr beeindruckt war von der Konsequenz, mit der die neue Regierung sehr schnell angefangen hat, gegen Korruption durchzugreifen. Mit Entscheiden, mit Entlassungen von Leuten, die mutig waren und die sie auch teuer bezahlt hat. Ich glaube nicht, dass Vendosje die einzige Partei ist, die das kann. Ich glaube, es gibt auch in der LDK eine junge Generation, die Osmani, die das auch kann. Aber wir müssen dafür sorgen, dass diese Menschen die Chance bekommen. Und der Kosovo, wir haben vorher über die Geostrategie gesprochen. Und wir haben gesagt, Kosovo ist heute, und das ist es leider so, ein Spielball der internationalen Kräfte. Es gibt Leute, die betrachten das Land immer noch als Kolonie. Und das ist ein Problem. Aber es gibt auch eine Verantwortung der kosovarischen politischen Elite. Und die müssen wir endlich Ich habe gelesen in meiner Zeitung im Kosovo, Herr Vermuth hat geschrieben irgendwo, dass Grenell behandelt Kosovo als Kolonie. Ja, natürlich. Grenell hat und die Trump-Administration hat jetzt bewiesen, dass sie den Eindruck haben, sie entscheiden, was im Kosovo politisch möglich ist und was nicht. Ich habe noch nie jemanden gesehen, mal schon viel gesehen. Aber andererseits, die LDK und andere Parteien sagen auch, die Europäische Union mischt ihnen in unsere Innenangelegenheit mit Briefen und so weiter, wo sie haben unterschrieben. Ja, wir haben nie so Druck gemacht. Ich habe nicht. Ich bin nicht Amerika. Ich habe keine Armee stationiert im Kosovo. Das ist nicht die gleiche Ebene. Ich denke, der Zerfall der Regierung ist gekommen nach dem Agim Veliu. Wenn nach der Entlassung ist der Innenminister. Ja. Und das war die Zündung des Problematik. Ich glaube, das war die Ausrede. Also, Ausrede hin oder her. Da hat passiert gerade Niemand. Die Vertrauens Votum ist gekommen und 82
Abgeordnete von 120 hatten gestimmt, dass zu zerfallen diese Regierung. Ehrlich glaube ich, ich habe Zweifel, ob diese Regierungsbildung wirklich ehrlich war, aber ich weiß es nicht. Und ich würde nie behaupten, die Regierung oder Albin Kurti haben alles richtig gemacht. Und man kann über diese Entlassung vorwärts und rückwärts streiten. Ich glaube nicht, dass sie der Grund war. Ich glaube, es war ein Vorwand. Und was ich gesagt habe, ich finde es verantwortungslos, in dieser Situation, in der Pandemie, eine Regierung einzusetzen, die nur noch eine kleine Minderheit der Bevölkerung hinter sich hat und mit einem Präsidenten, von dem man weiß seit Monaten, dass er gegen diese Regierung ist, der diese Regierung öffentlich diskreditiert. Und darum war es für mich keine glaubwürdige Aktion. Das ist mein Problem mit diesem Misstrauensvotum. Aber es ist legal, also muss man klar sagen, das war das Recht des Parlaments und das Verfassungsgericht wird entscheiden. Ich finde es nicht richtig, aber das ist leider eine Frage war auch hier. Wer steht, in der Schweiz hat auch Demonstrationen gegeben. Entschuldigung? In der Schweiz hat auch Demonstrationen gegeben. Jetzt gegen Corona. Gegen die Corona-Maßnahmen. In Bern. Und ja. Reto Nauser hat gesagt, dass wir haben alle Maßnahmen genommen. Ja. Der Direktor der Sicherheit in Bern Stadt. Und hier steht, dass jemand, was denken Sie, wieso wurden diese Demonstrationen oder von wem werden organisiert? Ja, also es gibt verschiedene Gruppierungen. Ich glaube, man darf nicht alle gleich behandeln. Es gibt leider rechtsextreme Gruppen, die versuchen, die Situation für sich auszunutzen, diese Corona-Situation. Die behaupten, es gibt eine Verschwörung, eine antisemitische Propaganda aufziehen etc. gegen die Regierung. Und die dann lauter sind als andere Menschen, die legitime Befürchtungen haben. Ich halte nichts von diesen Corona-Gegnern. Ich glaube, sie liegen politisch falsch. Aber solange sie sich an die Gesundheitsvorschriften halten, haben sie das Recht auf politischen Protest und Demonstrationen. Und das ist ganz wichtig, dass wir das zulassen. Es muss auch in einer solchen Situation möglich sein. Übrigens, noch viel wichtiger ist, dass die Klimastreiks und die Klimajugend weiter demonstrieren können. Ist klar, auch unter Einhaltung der Vorschriften. Aber ich finde, Demokratie muss auch Protest in einer Notsituation aushalten. Demokratie immer gibt Protest, Demokratie wird nicht entwickelt. Sonst ist keine Demokratie. Sonst ist keine natürlich. Demokratie. Ich habe viele Fragen über, ich weiß nicht, wie viele sind. Die werden sicher nicht alle lesen, aber wir kommen zu dem Kernthema. Werden Sie Präsident der SP? Wir haben bis am 10. August eine Pause vom Wahlkampf im Moment. Wir sind fünf Leute, die kandidieren. Mich würde es natürlich sehr freuen, das machen zu können. Aber das entscheiden die Mitglieder der Partei und das ist wie überall. Das muss ich dann akzeptieren. Eine Frage kommt, werden Sie einmal nach der Pandemie schnell einladen in der Schweiz, Vjosa und Kurt? Ich werde ich muss ehrlicherweise sagen, ich wurde mehrfach eingeladen in der Kosovo und es war immer mein Zeitplan, der das verhindert hat. Und jetzt ist es zuerst meine Aufgabe, in den Kosovo zu reisen, sofort nach der Pandemie, sobald das möglich ist. Und für Ihnen ist schon klar, quasi nach diesem Gespräch, dass Vjosa und Albin sind die Hofträger des Politik im Kosovo. Sicher nicht nur. Ich finde die ganze junge Generation. Politisch ist mir Albin Kurti natürlich näher als Vjosa Osmani. Ich kenne ihn auch, ich kenne Vjosa Osmani nicht persönlich, aber ich finde es ist wichtig, dass es im Kosovo eine Pluralität von politischen Parteien gibt, die sich streiten wegen dem politischen Inhalt. Und da sind beide für mich sind das Vorbild, wie man Demokratie leben aber, kann. Aber LDK ist Mitglied der EPP, Volksparteien. Alle Menschen dürfen Fehler machen. Nein, das ist kein Fehler. Nein, das ist kein Fehler. Also ich stehe auch ursprünglich aus Christdemokraten, also von dem her eben auch im Nöher bei der Vjosa. Aber Vjosa hat die Wahl gewonnen durch die LDK. Ja. LDK ist eine etablierte Partei. Ja. Natürlich. Wäre auch eine andere Person, mit Sicherheit wäre die LDK die zweite Partei im Staat gewesen. Richtig. Für mich, Vjosa wurde sehr stark und ich habe meine Zweifel, dass Vjosa wird eine neue Partei oder irgendwie gründen. Sie bleibt bei der LDK, weil du das vom Jungpartei, also vom Präsident CDU, im Kabinett genommen und so weiter, sie ist eine verkörperte Person im LDK. Natürlich.
Das geht mir auch, also ich meine, ich kann das gut verstehen. Wäre es so, wie jemand verlangt von Ihnen jetzt im SVP zu gehen? Nein, ich meine, ich will nicht, ich kann über das nicht spekulieren. Ich will ihr auch keinen Ratschlag geben. Sie hat bewiesen, dass sie selber sehr intelligent ist und den richtigen Weg für sich wählen wird. Ich hoffe nur, sie bleibt eine starke Figur in der kosovarischen Politik. Ich bin empört über das, was ich sehe, wie man jetzt teilweise mit ihr umgegangen ist in den letzten Wochen und Monaten. Das ist inakzeptabel. Und ich kenne ganz viele Leute in der Schweiz, vor allem in der Diaspora, die wegen ihr LDK gewählt haben, auch junge Menschen. Und das Gefährlichste im Kosovo ist, dass wir Hunderttausende von jungen Menschen enttäuschen, die Albin Kurti und Vjosa Osmani gewählt haben, nicht einmal, weil sie mit allen Programmpunkten überzeugt sind, sondern weil sie gesagt haben, wir wollen jetzt endlich in eine Zeit der Rechtsstaatlichkeit, der Demokratie, der Offenheit, wir wollen ein Kosovo, der vorwärts geht. Und das ist das Signal, das ich jetzt gefährlich ist. Ich habe gestern gehabt im Studio, wo im Liste der Partei, also im obersten Teil der Partei, und die hatten kein Programm, Wirtschaftsprogramm der Partei gelesen, und wenn die Frage stelle, die hatten keine Ahnung. Genau, oder natürlich. Bei uns ist immer noch schwierig, die Leader oder die Führer, der zieht die Massen, natürlich, nicht die Programme, nicht die Punkte des Programms. Und ich wünsche von mir aus, als Albaner, aus Kosovo, dass die kosovarischen Parteien werden einmal von der Schweiz etwas profitieren und die Strukturen bauen, so wie in der Schweiz. In Kosovo ist unmöglich die direkte Demokratie, aber die Demokratie in Partei wäre schon möglich. Warum nicht? Warum soll die direkte Demokratie nicht möglich sein? Das wäre das Abkommen. Also ja, natürlich, ich weiß, schon klar. Aber innerhalb der Partei, die können zum Beispiel Parolen erfassen. Ja. Wir wollen eine Straße bauen, ja, als Partei, und das passiert nicht. Und da müssen in der Schweiz lernen. Das ist mein Ziel. Aber das ist, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Ich glaube, die Schweiz, also ich kenne sehr viele Kosovo, oder ich kenne, nein, ich muss sagen, ich kenne niemanden aus Kosovo, der in der Schweiz gelebt hat, der nicht sehr dankbar ist, dass die Schweiz eine zweite Heimat geworden ist. Aber die Schweiz vergisst manchmal auch, dass wir sehr dankbar sein müssen für das, was diese Menschen mit diesem Land auch mitgeholfen haben, aufzubauen in den letzten 20, 30, teilweise noch mehr Jahren. Nicht nur die Fußballnationalmannschaft. Nein, wir reden nicht über Fußball, aber die Schweiz heute. Eben genau, und jetzt muss uns helfen. Und jetzt glaube ich auch, aber jetzt ist Demokratie. Es Aufgabe der Schweiz, etwas zurückzugeben, diese Diaspora auch zu begleiten. Ich habe die Freunde, mit denen ich aufgewachsen bin, das sind Schweizerinnen und Schweizer. Und sie haben ein Recht, dass ihr Staat ihnen auch hilft, ihre erste Heimat im Kosovo wieder aufzubauen. Und da ist finde ich, auch Parteiendemokratie, Verfassung, Rechtsstaatlichkeit, Föderalismus, da könnte die Schweiz einen größeren Beitrag leisten, als sie es heute tut. Absolut. Und ich glaube, sie war ja auch schon, das ist ein bisschen das Schade, wenn wir von Micheline Galmiret sprechen, die Schweiz war ja auch schon mal viel aktiver, wenn wir von Uri Leuenberger sprechen, sie war schon mal viel präsenter in der Kosovo-Politik, als sie es heute ist. Uli Leuenberger war einer, der die Briefe hat, zweite Brief hat unterschrieben. Genau, natürlich. Ja. Ich bin im engen Austausch mit Uli Leuenberger. Kennen Sie ihn? Ja, ich kenne vom Lesen. Ja, ja. Ich kenne zu weniger Politiker aus Schweiz. Aber ich war zu sagen, ich bin mit der Partei gehöre, also politisch. Und CVP liegt an meinem Herz. Ich sage, nobody is perfect. Nein, also das ist meine Meinung. Also ich bin Christdemokrat im Kosovo gewesen und ich habe gute Beziehungen. Und ist Albin Kurti für Sie ein guter Freund? Nicht als Politiker, nicht als Sie hatten die gleiche sozialdemokratische Partei, genau, und er hatte die Ideologie. Ja. Aber Albin Kurti verkörpert eine Philosophie. Und die Philosophie von Albin Kurti ist so etwas bei Ihnen reizt oder ist einfach so wie zu sagen? Also ich habe die Partei ist ein guter Freund einfach. Ich habe die Partei wahrgenommen auch mit sehr vielen unterschiedlichen Positionen in der Partei selber in Wetwendossier. Es ist ja keine Partei mit einer langen Tradition. Es gibt ganz unterschiedliche Vorstellungen ideologischer Natur. Ich kenne Albin Kurti politisch, also wir hatten nie Zeit, uns persönlich lange auszusprechen. Wir haben uns mehrmals. Er ist sehr sympathisch in Diskussionen über Kant oder Hegel, genau, und so weiter. Das wollte ich sagen. Er ist für mich jemand, der
der sehr gebildet ist, der mich immer sehr beeindruckt hat, der ein Programm hat, wo ich gewisse Punkte nicht geteilt habe, auch beim Regierungsprogramm, absolut nicht. Das ist klar, aber der für 80% konnte ich einverstanden sein. Und was für mich wichtig war und was er immer gemerkt hat und was alle Menschen aus der Diaspora mir gesagt haben, selbst wenn er nicht einverstanden ist, er ist einer der ganz wenigen, dem wir glauben, dass er nicht korrupt ist. Dass er ernsthaft gegen die Korruption kämpft. Und das, glaube ich, war das wichtige Zeichen von dieser Wahl. Und ich habe ein Programm, Wirtschaftsprogramm der Albin Kurti und der politische, also die Programm gelesen und ja. In drei Punkten eben war nicht einverstanden. Sagen Sie. In Wirtschaft. Säule 3. Wie wird im Kosovo finanziert in meinem armen Land? Wenn 170 Euro Lohn, wie kann dann man finanzieren? Das hat nicht erklärt. Das Rentensystem. Rentensystem. Ja. Das hat nicht erklärt. Beispiel, wie, von wo, vom Staat werden die Geld gekommen oder wie wird finanziert, oder? Ja. Ja. Und wir haben Probleme auch mit Kinderzulage. Wir im Kosovo bekommen keine Kinderzulage. Ja. Er hat schon im Programm, aber hat nicht definiert und das wird auch nicht weiter. Gut, jetzt ist kurze Zeit gewesen, das umzusetzen, aber trotzdem. Das glaube ich ist ganz wichtig. Die Erfahrung, die Schweiz gemacht hat, ist ja mit den Renten, dass die Renten eine volkswirtschaftliche Investition sind. Das vergessen wir immer. Jeden Franken, den wir in einer Rente bezahlen, Arbeitslosenversicherung, IV, AHV, er kommt viel mehr zurück, weil das Menschen sind, die das Geld wieder investieren. Also es ist falsch zu denken, dass ein Rentensystem nur kostet. Das ist auch eine Stabilisierung des Binnenkonsums. Und darum würde das den Kosovo auch weniger abhängig machen von Auslandsbeziehungen. Ich glaube, die Idee ist schon richtig. Aber es ist völlig klar, übrigens, der Kosovo wird keinen Sozialstaat aufbauen können, ohne zumindest am Anfang klare internationale Unterstützung, auch finanzieller Natur. Definitiv. Wir haben über Kosovo geredet, wir haben über die Schweiz geredet, wir haben diskutiert. Ich hoffe, dass sind Sie zufrieden. Hab mich gefreut. Mit Fragen und so weiter. Ja. Und wenn ich etwas vergessen habe, Ihnen zu fragen, und vielleicht wollen Sie sagen, durch die Diskussion vielleicht ja etwas vergessen, können Sie uns eine Botschaft im Kosovo und in der Schweiz schicken, uns Albaner und unsere Regierung und unsere Politiker und Politikerinnen, unsere Parlamentarier. Also ich möchte an die Diaspora in der Schweiz sagen, dass ich mich sehr freue, dass ich immer wieder viele Reaktionen bekomme, nicht nur positiv, auf das, was ich sage, dass ich mich sehr freue, dass sie da sind und dass ich weiß, dass viele von Ihnen, auch Ihre Eltern, nicht immer mit dem Anstand behandelt wurden in der Schweiz, den sie verdient gehabt hätten. Aber die Schweiz ist heute zur Heimat von vielen Kosovarinnen und Kosovaren geworden. Und ich finde, der Kosovo ist heute Teil der Schweiz. Die Geschichte des Kosovos, seine Identität gehört zur Schweiz. Und auf das sollen beide Seiten stolz sein. Eine kosovarische Biografie ist heute in der Schweiz eine genauso schweizerische Biografie wie die Biografie von Heiri Müller aus dem Emmental. Und beide sind richtig und beide sind gut. Und für das müssen wir uns kämpfen. Das Zweite ist, lassen Sie uns gemeinsam, und das ist auch für den Kosovo und Diaspora, die Hoffnung nicht verlieren im Kosovo. Ja, es kommen schwierige Zeiten, aber die Schweiz und wenn meine Partei etwas zu sagen hat, wird immer an der Seite des Kosovo und seiner Menschen stehen. Das ist ein Versprechen und messen Sie mich daran. Und wenn Sie nicht einverstanden sind, übrigens, schicken Sie mir eine E-Mail, cedric.wermuth@sbschweiz.ch. Und wir können wieder zusammen hocken. Genau. Und eine letzte Frage für mich wäre, wären Sie bereit, noch einmal mit anderen Mitgliedern der Parteien aus der Schweiz, mit CVP, FDP, nach der Corona-Krise, vor den Wahlen oder vor dem Referendum zusammenzuhocken und unsere Mitbürger aus Kosovo, wo 90% nicht stimmen gehen, einmal eine Sendung zu machen und zu diskutieren? Unbedingt. Über verschiedene Themen, über Sicherheit, über Krankenkasse, über Politik für Menschen, nicht für Lobbys und so weiter und verschiedene Themen. Sehr gerne. Ich kriege viele auch E-Mails von Menschen aus dem Kosovo, die lange hier sind, die Fragen haben, Sozialversicherungen, die Schwierigkeiten haben wir im Beruf und ich helfe immer sehr gerne. Aber ich sage auch, ihr müsst euch auch selber wehren. Ihr müsst auch selber, wenn ihr Teil seid dieses Landes, dann ist es eure Verantwortung, mindestens zu wählen und zu abstimmen. Das gilt für alle und auch für die Menschen aus dem Kosovo und ich helfe sehr gerne, wenn wir das verbreiten können, dass das wichtig ist. Und wichtig ist natürlich, wählen Sie SP.
Wählen Sie SP. Also apropos SP, wir haben ICOM aus Suareca. Sehr schön. Also heute Albanisch heißt Teranda. Suareca ist meine Heimatstadt. Und wir sind sehr, sehr berühmt für Wein und Alkohol. Albanisch sagt man Rakia. Sehr gut, ja, Rakia. Und okay. Herr Cedric Vermouth, ich habe Ihnen diese E das ist sehr lieb. Gebracht. Danke. Danke fürs Kommen im Sendung. Sehr schön. Und ich noch einmal bedanke für die Zeit, dass Sie mit uns geteilt haben. Und ich hoffe, dass Cedric Vermouth bald wieder im Studio haben und diskutieren über die anderen Themen, vielleicht bessere Zukunft des Kosovos. Dankeschön. Danke für die Einladung, war mir eine Ehre, sehr gerne. Došu šikus, sotne studiopat, mikun shqiptarve, Cedric Vermouth, me të cilin diskutuam për shumë tema, duke filluar për situatën aktuale në Zvicër me koronavirusin, duke biseduar për premije krankakasat të cilat për çdo ditë po rriten në Zvicër, biseduam edhe për sigurinë në qiellin e Zvicrës, biseduam edhe për Kosovën dhe marrëdhënien diplomatike të Kosovës me Zvicrën, biseduam për raportet ndërkombëtare të Kosovës në bashkësinë ndërkombëtare. Ju faleminderit që patët mundësi të na ndiqni, ju presim javën e ardhshme. Miru pafshim, natën e mirë.